Eine neue Geschichte aus der Rubrik Kaffee in der Gastronomie. Eine Geschichte voller Missverständnisse. Ich bin der Jürgen, ich bin ein Röster und ich erzähle dir hier alles über Kaffee. So, erstmal einen Kaffee dazu zu der Geschichte. Heute nehme ich hier mal meine Kapselmaschine. Ich habe da so wiederbefüllbare Kapseln und da werde ich mal frischen Kaffee reinmalen und mir erstmal einen Kaffee ziehen. Natürlich bekommen wir als Kaffeerösterei regelmäßig Anfragen von Gastronomiebetrieben und die fragen dann an, ob wir dann entsprechend Cafés liefern können beispielsweise. Und da wird dann sehr häufig erzählt, ja, wir haben ein ganz tolles neues Konzept. Letztens hat mich jemand angerufen von einem Sportpark. Die haben gesagt, ja, wir haben jetzt auch die Gastronomie da übernommen und wir wollen ein total gehobenes Konzept da aufbauen. High-End-Gastronomie. Da soll auf jeden Fall ein sehr hochwertiger Kaffee mit ausgeschenkt werden, weil man da sehr viel Wert legt auf Qualität. Und man fragt sich jetzt, ob wir da nicht eventuell zusammenarbeiten könnten. Sowas macht mich immer neugierig, weil ich das total schön finde, dass sich jemand mal Gedanken macht, auch über das Kaffeethema letztendlich bei einer gehobenen Gastronomie. Und dann stelle ich natürlich ein paar Fragen, welche Art von Technik soll denn da zum Einsatz kommen? Und da habe ich dann tatsächlich zu hören bekommen, wir werden uns einen Kaffeevollautomaten anschaffen, weil es ja auch so schwierig ist, gut ausgebildetes Personal zu bekommen, die dann, sage ich mal, Siebträgermaschinen beispielsweise bedienen können. Dann zucke ich natürlich erstmal und frage dann nochmal nach, aber Sie wollen doch eine hochwertige, hochpreisige Gastronomie aufziehen mit tollen Produkten aus der Küche und eben auch einen guten Kaffee dazu. Ist es denn auch so, dass Sie dann auch keine gut ausgebildeten Köche haben, die das können? Oder warum müssen Sie jetzt unbedingt auf den Kaffeevollautomat gehen? Ja, dann drucksen die dann irgendwie so rum, ja, die Kosten und der Kaffee steht dann ja doch nicht so ganz im Fokus. Und wo ich dann sage, ja, sorry, aber da werden wir dann wohl auch nicht zusammenkommen, weil das macht ja irgendwo gar keinen Sinn, wenn ich da jetzt irgendwo meinen Kaffee präsentiere, da steht ja letztendlich auch mein Name drauf und dann kommt das Ganze dann in der sogenannten gehobenen Gastronomie aus dem Kaffeevollautomat für teuer Geld und es wird einfach dann auch nicht so schmecken, als wenn man das jetzt sorgfältig mit dem Siebträger beispielsweise dann zubereitet hat. Und das ist kein Einzelfall, das erlebe ich eben tatsächlich sehr, sehr häufig. Und ich frage mich, woran liegt das? Kann es denn wirklich sein, dass die Inhaber solcher Gastronomiebetriebe ihren Mitarbeitern nicht zutrauen, einen guten Kaffee herzustellen? Oder ist man einfach zu geizig, ein bisschen was in die Ausbildung zu investieren, also so einen Barista-Kurs mal machen zu lassen, damit man ein tolles Ergebnis erzielen kann? Also manchmal verstehe ich auch die Welt nicht. Ich weiß auf jeden Fall auch, dass ich in diesen Sportpark ganz bestimmt nicht essen gehen werde, wenn die nicht mal bereit sind, in Kaffee zu investieren und die Technik dazu. Wie sieht es denn dann da in der Küche aus? Also für mich passt das einfach nicht zusammen. Für mich ist es ein schlüssiges Konzept, wenn man also durchgängig gut ausgebildetes Personal einsetzt.